Stadtwerke Düsseldorf wollen in diesem Jahr mal wieder einen neuen Kino- und Fernsehspot produzieren. Dazu haben wir uns dieses Mal etwas Besonderes ausgedacht. Wir haben eine ganz nette Technik im Internet gefunden, und zwar das sogenannte Lightwriting. Und die zweite Komponente ist, wir würden gerne unsere Kunden mit einbinden in die Produktion von unserem Kinospot. Dazu haben wir jetzt im ersten Zuge öffentlich ausgeschrieben bzw. eingeladen. Machen Sie mit, werden Sie Lichtwerker. Werden Sie Hauptdarsteller im neuen TV- und Kinospot der Stadtwerke Düsseldorf. Center TV und die Stadtwerke suchen 50 Personen, die als Lichtwerker im Spot mitwirken. Zusammen mit einem professionellen Lichtwerker-Team werden Ihnen die Geheimnisse der Lichtmalerei nähergebracht. Senden Sie eine E-Mail mit einer kurzen Begründung, warum Sie dabei sein möchten, an lichtwerker@centertv.de. Stadtwerke Düsseldorf. Mitten im Leben. Heute Abend ist einer der Workshops, wo die Teilnehmer, die sich angemeldet haben, die Technik beigebracht bekommen und ein bisschen üben können, wie das Ganze funktioniert. Du brauchst eine Kamera, die du auf Langzeitbelichtung stellst. Das sind alle Belichtungszeiten, die über eine Sekunde sind. Und bewegst dann eine Lichtquelle, eben auf die Kamera gerichtet, und zeichnest mit dieser. Also die Leute müssen ein Gefühl dafür entwickeln. Es ist sehr wichtig, dass man sich koordiniert und abspricht. Und das machen wir heute. Würden wir jetzt einfach mit den Menschen so auf die Straße gehen und erwarten, dass das dann funktioniert, dann käme das einem Wunder gleich. Also wir nutzen heute den Tag eben, dass sie lernen, immer darauf zu achten, in die Kamera zu malen. Und eben, dass sie auch sehen, wie komplex das Thema ist. Es ist alles sehr einfach. Man kann es sehr schnell und sehr einfach zu Hause mal ausprobieren, aber es braucht dann schon irgendwie den einen Kniff oder Trick, es zu meistern. Dass man damit auch Filme machen kann, ist auch sehr einfach. Das muss man sich vorstellen wie ein Daumenkino. Und wir animieren mit 8 oder 12 Bildern in die Sekunde. Und das hat jeder bestimmt schon mal ausprobiert. Also wie so ein Punkt, der hüpft dann eben quasi von links nach rechts. Also ich finde es witzig, wirklich sehr, sehr gut, dass wir einen Clip mit Düsseldorfern für Düsseldorf machen, wo sie sich ausdrucken können und dass der dann auch noch im Kino läuft. Und es ist auch spannend für uns jetzt mit den Workshops, die im Vorfeld laufen. Tag heute habe ich erwartet, etwas Neues kennenzulernen, mit Licht vielleicht anders umzugehen, als ich es bisher schon gemacht habe, und Anregungen auch für meine Arbeit, für mein Hobby. Wir haben insgesamt 3 Szenen, die wir darstellen, und jede Szene ist vom Konzept her unter dem Gedanken mitten im Leben, so wie das von den Stadtwerken auch der Slogan ist. Die Szene heute ist die 3. Szene, die wir drehen, und wir sehen eine Frau, die ihren Hund Gassi führt, und der Hund reißt sich von der Leine los, die Frau hat ihren Einkaufskorb dabei, die Einkäufe purzeln heraus und die Kamera schwenkt, und wir werden diesen Mitten im Leben Schriftzug auch sehen, der dann von 13 verschiedenen Menschen mit Taschenlampen gezeichnet wird. Der Vorteil, jetzt im Oktober zu drehen oder generell eher Richtung Winter hin zu drehen,
Die Nächte sind länger, es ist länger dunkel, wir haben mehr Zeit. Klar, es ist teilweise echt kalt, also vor allem bei der Picknickszene am Rhein war es ziemlich windig und es hat ziemlich gezogen. Ich fühle mich jetzt gerade so, dass mir langsam warm wird. Es war ziemlich kalt jetzt 2-3 Stündchen, aber trotz allem viele Glückshormone, hat Spaß gemacht. Heute haben wir hier die Premiere von unserem neuen Kinospot. Wir haben alle Leute nochmal eingeladen, die an der ganzen Sache mitgemacht haben. Wir zeigen heute das Making-of, wie alles entstanden ist und natürlich den neuen Kinospot. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich denke, er wird einfach diesem Claim sehr gerecht, dieses Mitten im Leben, Düsseldorfer. Jeder geht hier mit Strom und Energie um, jeder nutzt sie anders. Ich bin total begeistert. Der Film ist, also ich muss das jetzt mal platt ausdrücken, ist geil geworden. Schön. Es ist auch toll, alle Darsteller da nochmal so zu sehen, die kleinen Szenen, die Kleinigkeiten, ob es ein Blümchen ist oder ob es der Pipi machende Hund ist, alles toll. Man sieht jedes Mal was Neues, wenn man sich das anguckt. Immer noch so ein kleines bisschen hier, ein kleines bisschen da und der Mond. Und wirklich schön. Ich fand ihn von Anfang bis Ende außergewöhnlich, war es. Hatte nichts mit einem normalen Werbespot zu tun. Ich war sehr begeistert. Ich fand auch irgendwie überraschend, was jetzt draus geworden ist, weil ja, vorher, es waren ja alle, hatten das ja noch nie gemacht, außer im Workshop. Ne? Und dann jetzt sieht es aus, als wäre alles so geplant gewesen, als wären die Figuren vorher einstudiert gewesen und so. Schön geworden. Das war eine gute Sache, ja. Das war eine gelungene Vorstellung, war das, ja.